Ein Bild mit Symbolcharakter, die gelb-rote Karte für Markus Schwabe in der Schlussphase. Eines bemühten, aber erfolglosen Spiels und Schwabels Arm geht nicht zum Ball, ist angelegt. Kurzum, eine Entscheidung, die kein Hand und Fuß hat. Es ist jetzt die junge Mannschaft, so wie sie im Endeffekt für nächste Saison steht. Ja? So, und das habe ich gesagt gehabt mit der Mannschaft. Ja, gut, der eine oder andere Spieler wird sich weiterentwickeln. Aber nicht nur so, wie sie jetzt zusammengestellt ist, sondern da bräuchte man schon zwei, drei Erfahrene. Der typische Spielzug einer technisch guten, vom Spieltrieb geprägten Mannschaft, die verletzungsbedingt auf die ordnenden Routiniers Zillner, Leandro, Jerath verzichten muss und der Durchsetzungsvermögen und eben Routine fehlt. Wichtiges Ausbildungsziel, den Ball behaupten. Oft angesprochen, oft erklärt und doch gibt's noch Wiederholungsbedarf, Umsetzungsprobleme. Ein Spiel mit wenigen Torchancen und der Saarbrücker Führung durch Zeitz nach einer Standardsituation. Zu sorglos die Hachinger Bubis und der 20-jährige Torschütze kann sich leicht freilaufen. Zeitz mit Vornamen Manuel wird nächste Saison Erstliga spielen und zwar in Franken. Und seine Abschiedsgedanken erinnern an einen anderen Manuel, Neuer, den es ja wohl nach Bayern zieht. Ich bin in Saarbrücker, habe früher hier im Fanprolog gestanden und ja, jetzt der Abschied tut natürlich auch weh. Aber ich freue mich verdammt auf Nürnberg und ja, jetzt im Sommer kann es dann losgehen. Eine fast identische Situation. Freistoß, Kopfball, Latte muss die Spielvereinigung in der ersten Halbzeit noch überstehen. Allerdings ändert sich auch im zweiten Durchgang wenig. Kadriçay mit der besten Chance aus dem Spiel heraus. Hefele mit der besten nach einer Ecke. Mehr ist nicht und das ist einfach eindeutig zu wenig. Wir trainieren es im Training, wir üben Abschlüsse, wir üben Flanken, aber im Spiel bringen wir es einfach da nicht rüber. Und vielleicht muss einfach irgendwann mal der Knoten platzen und wenn er dann platzt, dann fällt es eine nach dem anderen. Aber im Moment platzt er einfach nicht. Wie es geht, wenn es läuft, zeigt Saarbrücken. Nach jetzt 7 Siegen in Folge strotzen sie vor Selbstbewusstsein. Schucks 2:0 in der 87. Minute, ein Beleg dafür. Haching durch Platzverweis und Verletzungspause kurzzeitig nur mit 9 Mann auf dem Feld. Ein bisschen Unordnung reicht halt schon. Die Spielvereinigung hat den Weg der Verjüngung aus wirtschaftlichen Gründen eingeschlagen und man kann jetzt schon prognostizieren, ein leichter Weg wird's nicht.